Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zu einer weiteren Episode ungeeigneten Minecraft Survival Games auf dem HiveMC.com Server. Es kann sein, dass ich nicht in die Runde reinkomme. Hatte ich gerade eben das Problem. Ich probiere es nochmal jetzt aus. Jetzt gerade klappt es aber wunderbar. Perfekt. Gut. Wollte mich gerade schon starten, aber da hatte ich irgendwie so einen Error, den muss ich irgendwie lösen. Diesen Fehler-Error. Hat er funktioniert. Breeze Islands. Gut. Mache ich nicht ganz so gerne, die Map. Ich habe ein neues Texture-Pack, liebe Leute. Wenn ihr es haben wollt, ist so eine Mischung aus Faithful, aus R3D-Craft und eben meinem geliebten Deathscape. Wenn ihr es haben wollt, mich einfach bei facebook.com/dom.anyart eine Nachricht schreiben. Link in der Videobeschreibung. Ihr wisst, ich habe ein neues Inventar-Dings gemacht. Ein paar neue Partikel reingepackt, neuer Himmel, neue Hotbar-Anzeige, so ein bisschen. Ein paar Sachen verändern, muss ein frischer Wind wieder reinkommen und so. Ich habe heute zwei wichtige Themen anzusprechen. Das Hauptthema zu Beginn, das zweite Thema am Ende der Folge. Da geht es darum, was so auf dem Kanal passieren wird demnächst. Ein neues Projekt wird starten. Dazu ein paar Infos am Ende der Folge, irgendwann einmal in Runde 3 oder 2. Irgendwann, wenn ich Bock habe, wenn ich das jetzt nach vorne schaltet. Und ja, wir spielen natürlich drei Runden Minecraft Survival Games ungeschnitten, das heißt, so wie es passiert, so wird es eben auch hochgeladen. Und es gab ja die Kontroverse von mir gestartet, Hive Gomme. Ich habe die Kommentare, die Bewertungen ausgewertet, macht Sinn. Und es ist folgendermaßen, auf dem Gomme sind tatsächlich mehr Likes als auf dem Hive. Die Views sind auf dem Gomme auch mehr als auf dem Hive gewesen, auf dem Hive-Video. Dennoch habe ich mich dazu entschieden, den Apfel mitzunehmen und die Stöcke mitzunehmen. Gucken, dass wir hier keinen anhalten. Los, sprinten. Wie ich irgendwie gerade nicht so recht hinlangen kann, ne? Ihr bleibt mal schön da, wo ihr seid, okay? Ach komm, den können wir auch nochmal eben töten, den Typen hier. Den holen wir uns nochmal eben. Dankeschön. Der hat mich einen Kackweb gehabt. Ein Kackweb. Zum Kacken. Meine Maus spinnt ein bisschen rum gerade mal wieder. Ja, Ausrede, ja. Nee, aber schon wirklich ein bisschen rum gerade. Ist ein bisschen zu empfindlich. Habe ich die irgendwie zu krass eingestellt? Soll ich die besser so machen? Ach, da ist schon ein Monsieur drin. Das kann eng werden. Aber er leckt ein bisschen rum. Oh, er hat auch ein Dingens. Ja, aber von unten. Nee. Anstelle wäre so ein dummer Bug, dass er nicht stirbt auf einmal, ey. Das ist schon, es sind ein bisschen zu viele Schläge gerade. Waren wirklich ein paar Schläge zu viel, aber ein bisschen ungeleckter Typ. Warum auch immer. Also ich werde es so machen, ich will auf dem Hive eben alleine spielen, wenn ich mal einen Aufnahmepartner habe, was nicht allzu häufig vorkommt. Ab und an werde ich eben auf dem Gomme spielen. Vielleicht haue ich mal ab und an ein paar Gomme-Runden raus, einfach nur eine Runde, ohne ungeschnitten, einfach mal eine Runde SG auf dem Gomme. Damit ich so das Klientel so ein bisschen abdecken kann, weil viele Abonnenten ja auch von früher schon dabei sind und die wollen eben eher Hive sehen. Kann ich auch verstehen, aber ich werde es so handhaben. Also ab und an vielleicht mal eine Runde SG auf dem Gomme, einzelne und eben dann mal wieder dann ungeschnitten eben auf dem Hive, außer den Aufnahmepartnern, dann eben auf dem Gomme. Und ja, dazu verknüpft es eben die Sache mit dem Skill. Ich habe momentan sehr viel Kritik bekommen, gerade unter dem letzten Video auf dem Gomme, dass ich meinen Skill ach so krass verloren hätte. Ja, Leute, auf dem Gomme spiele ich eben anders als auf dem Hive. Also bitte bewertet die Videos nicht, die ich auf dem Gomme spiele, sondern eher die Videos, die ich auf dem Hive spiele. Die könnt ihr gerne analysieren, lieber eintönig. Analysiert lieber die Spiele auf dem Hive, welche alleine spiele, als die Spiele, die auf dem Gomme gespielt werden, weil die sind eher weniger aussagekräftig. Mal ganz kurz hier aussagekräftig meine Maus mal ein bisschen fixen. Ein bisschen reinpusten. Nicht hilft das jetzt mal was. Kann ich so weitergehen. So, den Sprung hasse ich immer noch wie die Pest. Weil ich den nie schaffe. So. Ich hoffe, es lohnt sich. Oh Mann, ey. Ich hätte schon zweimal verkacke. Hier habe ich schon keinen Bock mehr, das nochmal zu versuchen, ne? Die Maus dreht sich zu schnell bei mir. Ich hasse das, wenn die Maus so reagiert. Ach nee. Ist ein Team da unten? Ja, meinst du, ich würde euch nicht sehen, oder wie? Das ist natürlich ein Araber-Ziehen, ne? Ja, natürlich. Könnt ihr mal sterben, dann bitte. Wo ist der andere hin? Ich hoffe, der stirbt auch. Ich hoffe, du stirbst. Ich hoffe, du stirbst, habe ich gesagt. Dankeschön. Gut.
Steinschwert? Nee? Gut, okay, alles klar. Dann nicht. Echt kein Steinschwert? Nee. Nehmen wir mal das Gute, ja. So. Ja, scheiße, oben das geht hier zu. Waren Zweier ziehen. Kann die beide irgendwie drauf. Ich kann Leute irgendwie nicht runterkicken, wenn die oben sind. Das kann ich irgendwie nicht so gut. Wo war ich stehen geblieben? Also, ich möchte euch Folgendes sagen. Es ist eben so, ich spiele super, super selten SG. Ich spiele meistens SG nur noch in den Aufnahmen. Ja, also wenn ich aufnehme. Das heißt, dreimal die Woche für 40 Minuten. Ihr könnt nicht von mir verlangen, dass ich immer noch denselben Skill habe wie damals. Es gab Zeiten, da war ich richtig scheiße. Es gab Zeiten, da war ich wieder gut. Kommt immer darauf an, wie man halt geübt ist. Ich bin halt momentan nicht wirklich geübt. Ich habe auch eben jetzt ein Studium wieder. Jeden Tag Uni und so. Auch morgen wieder. Wir haben jetzt gerade schon 1 Uhr nachts gleich. Wir haben gerade 1 Uhr durch und ich muss morgen um 10 Uhr auf der Matte stehen und zwar in der Uni schon sein um 10 Uhr, ja? Erstmal so zur groben Veranschaulichung. Dazu kommen wir gleich nochmal ein bisschen zu der Sache mit dem, ja, Mühe geben mit Dingens. Das war ein Crit, okay? Ja, das ist oder so, wunderbar. Sachen mal kurz einsammeln. Hattest du einen Eisenharnisch dabei? Ah, ist Leder, okay. Ansonsten, den brauchen wir prinzipiell nicht. Ziehen wir mal lieber an. Kopf ist schon, macht schon mehr. Das hier brauchen wir nicht. Weg damit. Ja, also ich spiele halt nur noch zur Aufnahme. Ich bin halt nicht mehr so aktiv momentan, was halt eben bedeutet, dass ich einfach auch an Skill verliere. Obwohl ich den Skill ja beherrsche, weil ich ja die Tipps und Tricks-Videos mache. Aber sie anzuwenden ist halt eben schwer. Aber Leute, bitte mal Hand aufs Herz, ja? Ich muss hier ein Video für euch produzieren, live aufnehmen, live einsprechen, mir Themen überlegen, mir andere Sachen überlegen, die ich anspreche und auch noch 3 Runden spielen. Das ist multitaskingfähig für einen Mann nicht so krass. Also ich bin immer noch einer der wenigen YouTuber, die halt das Ganze live aufnehmen und die halt wirklich durchlabern können. Wenn sie kämpfen, wenn sie irgendwie Truhen öffnen oder. Ich labe einfach permanent durch. Das ist mir schon öfter mal aufgefallen. Ich meine, wenn ich meine Videos vergleiche mit anderen Leuten, ich einfach immer durchlabe und immer nur Scheiße laber und nie aufhöre zu reden. Und das ist eben so die Sache. Also bitte mal Hand aufs Herz und ein bisschen auch entschärfter reagieren, wenn ich da mal die Angelkombo nicht rausgehauen habe. Ich habe noch andere Dinge im Kopf, die ich eben ansprechen muss. Mein Kopf ist auch gerade voll mit Sachen, die ich ansprechen muss, denn wir kommen zum nächsten Thema. Das ist eben die, dass Leute grundlos irgendwie haten. Letztens habe ich einen Kommentar bekommen, ja, ich dislike das Video jetzt, weil du spielst auf der Map Wool City, mag ich nicht. Leute, ich sitze hier um 1 Uhr nachts, ja, ich werde um 1:30 mit dem Video fertig sein und werde es noch schneiden und hochladen. Ich komme nicht vor 2 ins Bett, muss um 8 wieder aufstehen, dann zur Uni gehen. Weswegen mag ich das wegen euch? Dann macht doch nicht so eine Scheiße und schreibt in die Kommentare, ich dislike, weil die Map Wool City dran gekommen ist. Leute, jetzt mal ernst, das regt mich einfach auf. Ich gebe mir hier Mühe, ich mache es ja nicht für mich. Natürlich mache ich es auch für mich, weil es mir Spaß macht, aber ich mache es ja auch für euch, die Videos. Damit ihr Spaß daran habt, am Abend was zu gucken habt, beim Mittagessen was zu gucken habt, wann auch immer. Ich mache das für euch. Also bitte, wenn ich auf dem Gommel spiele, da völlig Dislikes irgendwie hageln. Leute, warum? Das muss nicht sein. Bitte mal ein bisschen klarer denken. Ich denke mal, ihr guckt die Videos doch wegen mir und nicht, weil ich auf dem Gom oder auf dem fucking Hive spiele. Ihr sollt mich doch abonniert haben wegen mir und nicht wegen irgendeinem Server, auf dem ich irgendwie spiele. Ja, ich weiß, du läufst weg. Kannst auch sehr gut. Ja, nee, das sehe ich einfach mega auf. Dann hat es da Dislikes, dann bekomme ich ein Dislike, weil ich auf der falschen Map spiele. Also ganz ehrlich, das kann man auch nicht mehr. Nee, sorry, da habe ich kein Verständnis mehr für. Gerade. Finde ich doof. Finde ich wirklich doof. Und du hast einen Teampartner, habe ich gehört. Ah ja, der hat einen Teampartner. Ich wollte den irgendwie nochmal wegangeln. Können wir nicht schaffen, so wirklich. Jetzt schaffen wir es ein bisschen. Da kommt Sparkly, Sparkles. Da will er hier rüber. Oder er fällt rein. Was ein Vorteil für mich ist, weil ich ihn jetzt töten kann, hoffentlich. Okay. Kommen wir irgendwie an den dran? Nee, nicht so wirklich, oder? Boah, wie der mir wegläuft, ne? Ich hasse das Leute, die trotzdem weglaufen können, obwohl die so... Ich würde sowas nie schaffen. Ich würde nie schaffen, da zu entkommen. Weil ich dafür viel zu doof wäre. Oh Gott.
Okay, danke schön. Okay. Ich hasse, dass wir die weglaufen können. Die laufen einfach weg und ich komme nicht hinterher. Und dann will ich die treffen, dann treffe ich sie nicht. Das regt mich einfach auf, weil ich bin nicht doof. So. Das nochmal eben weg. Anderes Essen unten in die Leiste. Boah, das bist ein Huhn. Nur, dass du ein Huhn bist. Finde ich gut, dass du ein Huhn bist. Ja. Also, mal gucken, wie lange die Folge heute wird. Ich muss mal gucken. Ich muss auch. Ich bin momentan echt im Stress, Leute. Wirklich. Ich muss wirklich Sachen aufnehmen. Ich muss studieren. Ich muss arbeiten gehen. Ich habe viele, viele Jobs momentan, die ich gleichzeitig machen muss. Ja. Dennoch kommt bald ein neues Projekt. Ist aber später mehr. Und, nochmal kurz. Hab ich kein Steinschwert? Nö. Deswegen nochmal ganz kurz gesagt. Bitte. Handhabt das Ganze noch ein bisschen anders. Wenn ihr irgendwie was in der Folge schlecht findet, dann könnt ihr es ja gerne negativ bewerten. Aber dann noch bitte, wenn es um mich geht und nicht um eine Map oder auf einem Server, auf dem ich spiele, sondern dann soll es doch um mich gehen, oder nicht? Da, wenn ich irgendwie Scheiße mache, wenn ich irgendwas habe, was Scheiße ist, ja, gib mir halt wieder mal, ne? Jetzt habe ich die Angel nicht geschwungen. Oh mein Gott, ist das Scheiße, du hast die Angel nicht genommen. Du hast nicht gekombot gerade. So Sachen eben. Nee, oh, hallo. Muss doch echt nicht sein. Es muss doch nicht sein. Hol ja mal die Sachen daraus. Finde ich ganz cool. Crit playing guess with my heart. Ja. Kannst du runterfliegen und sterben dabei? Ne? Trink das halt. So, der nächste. Auch nicht allzu viel, ne? Na gut, machen wir mal eben so hier, lieber Kollege, ne? Gut. Alles klar. Ja. Also, ich mach mal kurz, ich hab mal kurz eben raus, weil ich will nicht da warten, bis da, ne? Hier mal in diese Runde hier rein. Wähle mal meinen Nicknamen wieder aus. Beating Dash! Und voten für die. Nein, okay, ich gehe da mal wieder raus, weil der wird eh wieder Breeze Island gewinnen. Nochmal Breeze Island habe ich eher nicht so großen Bock drauf. Was haben wir noch so für Sachen im Angebot? Da ist nochmal Bretze. Jetzt hier irgendwas. Hier die allererste. Da ist was frei. Werden viele. Okay, Lizardman 79 ist da drin. Hammergeil. Oh, The Source spielen wir. Wunderbar. Kann ich meine coole Route nochmal laufen. Vom letzten Mal. Ja, also bitte nicht anhand des Servers bewerten, sondern bitte an mich, Leute, die jetzt wirklich, habe ich auch einen Kommentar bekommen, ich deabonniere dich, wenn du jetzt nicht mehr auf dem Hive spielst. Bla bla bla. Leute, ganz ehrlich, so Leute brauche ich nicht. Ich möchte Leute haben, die mich mögen und nicht auf einem Server, auf dem ich spiele. Habe ich jemals irgendwie gesagt, ich bin Hive-PvPler, ich mache Hive richtig krass, so, ich will das geil machen? Nein, ich spreche bei ungeschnitten Themen an, ich beantworte eure Fragen, ich habe andere Sachen, die ich gebe euch ich rate euch Sachen. It's a girl with flower in the hair. What is your skin universe? Okay. Sollen wir dann langlaufen zum Dingens? Können wir mal machen, ne? Ohne Spawn, Tier 2. Können wir mal trotzdem machen, in die Richtung laufen, aber da wird der auch schon langlaufen wollen. Da werden alle schon langlaufen wollen. Alle schon ziemlich geil da drauf. Ja, ich laufe da lang. Ah, der war da vorne, guckt der Pisser. Gut, wir haben Eisenbarren. Den brauchen wir nämlich ganz, ganz dringend für das Dingens, für die Tier 2. Wunderbar, haben wir die bekommen. Ja, auf den Helm scheiße ich mal eben schnell. Wir haben rohes Hühnchen und ein gebratenes Hühnchen. Dass die Truhen hier sehen. Ich sehe die Truhen hier immer so schlecht. Irgendwie. Können wir mal kurz hier schon rein? Oder meinst du, ist zu knapp jetzt schon? Ich weiß ja nicht. Wir gehen mal trotzdem hier rein. Wenn wir vielleicht sterben werden jetzt gleich. Ja, bei dem Stuff ist dann natürlich nicht ganz so geil. Wir gehen wieder raus hier. Wunderbar. Und gehen mal zu unserem. Wir haben ja ein Holzschwert quasi, das wir uns gönnen können. Hier ist eine Axt. Wunderbar. Ja, also Ende vom Lied ist wirklich, ne? Macht's halt so, bitte. Nicht immer alles sofort negativ bewerten. Also, ich habe ja ungeschnittenes wirklich Themen erzählen und so weiter. Ich habe nie irgendwie gesagt, ich möchte der beste Hive-PvPler werden oder. Klar, bin ich der beste VIP-Spieler. Ich habe mich auch nicht hochgeboostet oder. Aber es ist dann eben auch so, dass ich einfach auch spielen will, euch Themen beibringen will und dann das Gameplay ja eher auch mal Nebensache sein könnte und nicht Hauptsache sein könnte. Ich habe ja erfahren, dass hier unten noch irgendwas Geiles sein soll in dem kleinen Versteck. Eine andere Tier 2, die daneben irgendwo rumpimmeln soll.
gucken, ob das der Wahrheit entspricht oder nicht. Hier ist ein Steinschwert drin. Usa hatten wir schon an. Können wir mal eben auf den Weg legen, damit jeder weiß, so hier war schon jemand. Hier war der Dom schon unterwegs. Gut, dann gehen wir nochmal hier. Können wir ja reinspringen jetzt. Ohne die Dingens zu benutzen. Den Wasserfall, weil wir brauchen hier nichts mehr. Da ist noch eine Truhe. Guck mal hier. Und irgendwo hier. Die Maus verzieht sich mal wieder. Soll eine Tattoo sein, daneben irgendwo. Irgendwo hier neben soll eine Tattoo noch sein. Kurz mal eben hier rüberspringen. Das mal kurz wegwerfen, das auch mal kurz wegwerfen. So. Ja, okay. Passt es aber nicht ganz so geil. Alter, Maus, bitte mach anständig einmal in deinem Leben. Okay, dankeschön. Hier neben soll noch eine Tattoo sein irgendwo. Ich weiß nicht, die da vielleicht? Eher nicht so, oder? Nee. Das war schon mal keine. Mal kurz suchen, wo sie denn sein könnte. Komm hier nicht hoch, könnte mich natürlich hochbuggen, mache ich aber natürlich nicht. Aber hier ist auch keine. Also hier irgendwo neben sollte noch eine sein. Ich sehe sie jetzt nicht so spontan. Vielleicht gehen wir nochmal eben hier ein bisschen rum. So, hier waren wir. Und hier muss noch irgendwo was sein. Aber wird wahrscheinlich versteckt sein, oder nicht? Das ist auch ein Typus Glandus. Ich will gucken, dass ich den irgendwie ins Wasser reinbekomme. Ja, haben wir es geschafft? Ins Wasser rein? Nee, haben wir nicht. Ja, haben wir gestraft, so ein bisschen zumindest. Bekomme ich aber gerade bis dahin. Gut. Da war ein ganz kurzer Strafe drin, das heißt, zur Seite gegangen, ihn bekommen und deswegen hatten wir quasi die zwei Hits sicher von vorne und von der Seite so ein bisschen. Gut, wir haben jetzt bessere Rüstung. Endlich mal. Immer noch nur einen Eisenbarren. Aber kurzzeitig habe ich vergessen, wo er ist. Habe ich ihn nicht mehr gesehen. Deswegen wollte ich kurz weglaufen. Es war schon ein bisschen knapp, aber haben wir gut gemacht. Aber Hate-Kommentare gerne in die Kommentare, ob ich da wieder falsch gemacht haben sollte. Nee, also, mir trägt es einfach nur ein bisschen auf, Leute. Ganz ehrlich. Ich wollte nie der Allerbeste sein, wie keiner vor mir war. Ganz allein wollte ich sie mir auch nicht schnappen. Nee, also von daher, bitte ein bisschen. Ja, also wenn ihr wirklich auf High Quality steht, dann geht eben auf Fabo oder auf Ryzex und flamet da bitte rum, wenn er irgendwas falsch macht. Aber ich habe nicht den Anspruch, der Allerbeste sein zu wollen oder alles richtig zu machen. Klar, beherrsche ich sowas, aber ich möchte sowas nicht permanent in meinen Videos abrufen müssen. Ich möchte ganz normal mit euch reden und spielen. Nix, nicht mehr und nicht weniger. Punkt. Und ihr solltet eben mich mögen wegen mir, wegen mich und nicht wegen mir. Hallo Mia mit A. Ja, hallo, ich bin Mia von der Band. Wer ist denn nochmal die Band? Von Mia. Mia einfach nur, ne? Herr Mia heißt die Band. Okay, okay, ist ja gut. Ist ja gut. Hier war noch irgendwo ein Typ. Meine Maus flackert ordentlich rum gerade, ey. Da sind zwei Leute. Sind eigentlich nur mal kurz hier drauf. Darf ich? Dankeschön. Ach, ist schon leer. Gut. Da ist einer, da ist einer, da ist einer. Wen von denen könnten wir mal bekommen? Ja, da musste ich kurz. Da ist aber noch einer irgendwo. Okay. Wow. Stirbst du? Ich hoffe ja. Ja, weg aber. Oh, oh. Okay. Mal kurz weg. Obwohl wir könnten versuchen, ihn halt noch in die Richtung zu pushen. Und somit vielleicht. Das wäre ein Goldapfel gewesen. Ich war schon wieder kurz auf dem Gommel. Wir dürfen ihn. Ist er der Team oder so? Schreibt irgendwas? Oder sucht irgendwas raus? Er ist gerade die Angel hier getroffen. Naja, egal. Wir gehen mal weg. Wir müssen uns eigentlich mit anlegen. Ja, schade, dass wir nichts weiteres bekommen haben. Da war noch ein anderer Typ irgendwo. Oder wie auch immer. Egal, ich gehe mal Richtung Spawn, ne? Hier, mal so grob hin. Und schau mal, ich mal an, ob vielleicht schon jemand an der Dingens war. Wahrscheinlich schon, aber vielleicht ist ja auch noch alles da. Dieser Eisen, dieser Diahelm, der ein bisschen OP ist. Ja, also, ne, bitte beim nächsten Mal beim Disliken mal ein bisschen schärfer darauf achten, warum ihr disliked. Und ihr müsst euch mal da in Gedächtnis rufen. In Gedächtnis rufen müsst ihr, in Gedächtnis rufen. Ich gebe mir sau viel Mühe mit den Videos, überlegt mir vorher Themen, die ich ansprechen kann. Ist ja nicht immer alles so einfach. Und deswegen immer bitte ein bisschen Feingefühl. Würde mir sehr, sehr begrüßend entgegenkommen.
Da ist keiner am Spawn. Vielleicht schmort hier irgendwo noch ein Team rum oder so, man weiß es nicht so genau. Und ja, ich spiele abends, aber auch nur, weil ich momentan nur noch abends aufnehmen kann. Ich habe halt eben Uni und kann eben momentan auch nicht mehr mittags aufnehmen. Obwohl, das FIFA-Video von gestern habe ich irgendwie auch innerhalb von einer halben Stunde aufgenommen, weil es irgendwie dann, weil ich ein Video brauchte für den Tag, noch nichts hatte. Ich in der Uni saß, ich so, oh Mann, was machst du denn jetzt als Video für den Tag? Ja. Also ich opfere mich auf für euch und einfach mal das ein bisschen, ein bisschen sehen. Komm, einer muss nur noch sterben. Nemo hast du gegessen, du Fiesling. Ja, kommen wir mal so langsam sicher zum letzten Thema, was dann heißt Kanaländerung. Also das neue Intro wird jetzt laut Versprechungen endlich Ende der Woche fertig sein. Am 9. ist so Deadline. Dazu auch neue T-Shirts, die ein bisschen später erscheinen werden. Ihr werdet sie zuerst in einem Video bei mir sehen und dann könnt ihr sie ganz gerne kaufen. Wird ein ziemlich cooles T-Shirt, auf jeden Fall bin ich sehr, sehr stolz drauf, dass Jane mir sowas Geiles gemacht hat. Oder machen wird, sagen wir mal so. Ja gut, ich sehe ja keinen mehr. Deswegen, komm mal zügig zur nächsten Frage. Ne, keine Ahnung, ich sehe echt keinen mehr gerade. Soll ich vielleicht nochmal irgendwo langlaufen oder so? Da zwei amüsieren sich gerade, hammerhart. Bitte nochmal nach oben laufen oder so. Oder irgendwo hin. Ich weiß es nicht so recht. Naja. Ja, und des Weiteren beginnt jetzt ab Freitag, glaube ich, ein neues Projekt. Donnerstag, Freitag, irgendwie so in den Dreh. Neues Projekt, worauf ich mich sehr, sehr freue. Wirklich sehr, sehr freue, tue ich mich da drauf. Ich darf nicht und ich werde nicht so viel verraten. Mittwoch, also morgen, kommt der Trailer dafür raus. GG, einer stirbt wahrscheinlich gerade, oder wie? Ah, guck mal, hier sind sie. Jetzt wird es natürlich knifflig für euch, ne? Er hat den Dia-Helm, der Typ. Ich will ihn einfach von der Seite bekommen. Ich muss schnell aus dem Wasser raus. Wenn er nämlich raus kann. Wo ist der gerade rübergesprungen? Ah, über das Lilypads, okay. Ich brenne, ich gehe schon mal weg. Hat er gut gesetzt, auf jeden Fall, diesen einen Feuerdingens. Da gehen wir mal eben. Alla, komm, kannst du mal. Dankeschön. Alla, kannst du mal aufhören? Alla. Ja, ist auch nicht schlecht ausgesetzt, der Typ, ne? Ja, können wir ihn nochmal hitten? Aua. Lol. Ja, habe ich nicht gesehen. Geht er auf mich, was aber Sinn der Sache ist. Heute kommt der andere Typ wieder an. Hallo. Ich habe den gerade nicht so wirklich gesehen, irgendwie, wo der Angelhit herkam. Da kam auch eine Zweier-Angelhit-Kombo. Gedöns. Kurz mal hier reinspringen. Ja, gut, geschafft. Sind sie alle hier irgendwie? Sind hier vier Leute gerade? Hi! Jetzt kämpfen die ja wieder. Ja, gut. Wen können wir von denen noch bekommen? Ja, einen Hit noch mitgegeben. Wunderbar, da ist er. Besser stecken. Da ist Cupweb. Da gehen wir mal auf den jetzt drauf. So ein bisschen. Auf alle mal ein bisschen drauf gehen. Ist ja eine große Orgie gerade. Wo kam der jetzt gerade her? Er brennt selber. Sprich, er wird wahrscheinlich gleich sterben. Hoffentlich zumindest. Ja, wieder auf den ein bisschen drauf. Komm schon, aua. Die können aber auch alle richtig. Okay, das ist ein Team. Wir sind ein Team oder was? Die kämpfen auch. Alle kämpfen oder was? Haben eine fette Runde gerade hier. Und keiner stirbt von den ganzen. Einer müsste halt sterben. Also das ist fett gerade, was hier abgeht. Da! Oh, ich kann ja doch mit der Angel ein bisschen kombonen. Weiß nicht, was hinter mir passiert gerade. Nicht so viel. Läuft aber auch schon wieder weg, der Typ hier. Ja, gut bekommen. Sehr guter Run nach oben.
Wow. Na, da habe ich den Hit nicht bekommen. Nice, einen noch bekommen. Ist er down. Wunderbar. Deathmatch endlich mal eingeläutet. So, es war ja eine hammerharte Runde gerade. Die ganzen am Spawn da, die Leute. Gut, hier sind noch so drei Dinge. Habe ich auch was Geileres noch? Ne. Und währenddessen meine Maus, die verzieht und verzuckt. Ja, neue Projekt. Wird geil. Freue ich mich richtig drauf. Ne, ne. So. Ich will mal gerade ein bisschen konzentrieren hier, weil wir haben harte Gegner dabei gerade. Haben wir nochmal bekommen hier mit dem Hit? Ja, nice. Den nächsten auch noch bekommen. Den Helm können wir uns eben kurz anziehen. Eben noch drei. Die nehmen wir uns mal kurz mit, auch wenn er nichts bringt so wirklich. Besseres Essen essen. So, wunderbar. Ja, ist doch eine gute Runde auf jeden Fall. Ich weiß nicht, was ihr alle habt mit kein Skill und so einem Kram. Die waren jetzt nicht schlecht, die Gegner eigentlich. Ist dieser Showtime-Typ noch? Ah, der angelt mich da auch ein bisschen weg. Oh, fuck. Oh, fuck, habe ich da gerade gesagt. Was habe ich denn für ein Wort gesagt? Fuck, habe ich gerade gesagt. Komm schon. Will er von hinten absnacken kommen, weißt du? Ach man, Showtime. Es ist Showtime jetzt hier. Oh, nicht so eine Angeldingens, Fritzenorgie-Dingens jetzt hier. Komm, lass mal woanders, bitte. Hier ist gerade Showtime angesagt. Ach man, oh! Ah, jetzt stirbst du aber. Ich keinen Bock auf den Typen gerade hatte, ne? Wie der mir hart am Arsch lecken konnte, der Typ. Wie ich so hasse Leute. Wie ich so Leute hasse. Sowas machen. Habe ich noch zufälligerweise, ja. Aber ich bin ja nicht der Allerbeste im Treffen davon. Ein bisschen vielleicht. Aber nicht der Allerbeste. Nochmal ein. Der sitzt nicht. Er sitzt auch nicht. Er sitzt mal wieder. Der ist scheiße gewesen. Und einer noch! Oh, zwei noch, okay. Ja, es war eine sehr gute Runde von mir mal. Wieder eine richtig gute Runde. Aber eine spielen wir noch. Ja, ich würde ganz gerne ein bisschen mehr zum Projekt irgendwie labern. Spielen wir echt noch eine Runde? Nee, wir spielen keine Runde mehr, Leute. Wir lassen heute bei zwei Runden. Ich habe nämlich keine Themen mehr. Wenn ich keine Themen mehr habe, will ich letzte Runde jetzt nicht auch noch irgendwie verprasseln. Indem ich einen Scheiße mache. Zwei Runden, die gut waren, reicht ja mal. Und ich müsste nicht immer negativ aus der Runde rausgehen, sondern mal positiv aus der Runde rausgehen. Aus einem ja, das Projekt kommt dann morgen, der Teaser, alles weitere dann ab Ende der Woche. Hauen Sie rein, liebe Leute. Machen Sie es gut. Bis dann. Tschüss.